Julia, 2016 in Rio haben wir uns über Edelmetall freuen. Über welche Schlagzeilen würdest du dich in Tokio am liebsten freuen? Ja, ich habe meine Ziele schon für mich selber hoch gesteckt, aber ich glaube, wenn ich einfach meine Finale, die ich gerne möchte, erreichen kann, bin ich schon mega zufrieden. Aber ja, bei einem Diplom und wenn es sogar Medaillen gibt, sagt man sicher nicht nein. Das ist immer ein Traum von einem Athleten natürlich und für den trainieren wir ja 4 Jahre, jetzt 5 Jahre daher. Darum wäre es schon schön, wenn einfach ein gutes Resultat rausspringt. Du hast jetzt verschiedene Olympische Spiele erlebt, jetzt wirst du nochmal noch speziellere Spiele erleben, ohne Zuschauer, in einer Blase. Wie gehst du mit dieser Situation um? Ich glaube, ich muss es einfach so nehmen, wie es kommt. Ich habe jetzt auch gelernt, nicht mehr so weit voraus zu planen. Ich glaube, wir müssen wirklich Tag für Tag nehmen, die Regeln befolgen. Und am Schluss, es geht allen gleich. Und ich glaube, wir dürfen das glücklich schätzen, findet es gleich statt. Und wir können zeigen, für was wir trainiert haben. Am 1. August findet der Sprungfinal statt. Ist das ein gutes Omen? Ich würde schon sagen, ja. Also ich schaue es jetzt mal so an. Ich fände es mega cool, wenn ich heute noch mal starten dürfte, natürlich. Am Schweizer Nationaltag. Ich glaube, das passt relativ gut zusammen. Du hast mal vorne in die Olympischen Spiele, dann eben die Medaillen. Lässt sich das überhaupt noch alles toppen? Ja, als Fahnenträgerin dürfen ins Stadion zu laufen, das war für mich eine absolute Ehre gewesen. Und das hat mich mit sehr viel Stolz erfüllt. Und ich denke, das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben für die Wettkämpfe, die nachgekommen sind. Aber ich glaube einfach schon, die ganzen Olympischen Spiele, dass ich nochmal teilnehmen darf, dass ich nochmal dabei sein darf, das gibt mir eine extreme Motivation. Und ich hoffe sehr, dass ich dann zufrieden nach Hause kommen kann. Wie tust du die Zeit vertreiben in Tokio? Weil man kann ja nicht viel machen. Ja, ich habe Spiele mitgenommen, um mit den Jungs sicher mal ein bisschen die Arbeit zu verbringen. Spiele spielen, ich habe ein Buch dabei. Netflix zum Film schauen. Ich glaube, wir finden hier schon Beschäftigungen. Haben wir da nicht einen Lagerkoller, wenn man so in einer Blase hockt? Ja, es wird sicher speziell sein. Aber ich denke, im Dorf selber dürfen wir uns schon bewegen, halt mit der Maske. Aber ja, wir müssen uns einfach anpassen und schauen, was drin liegt. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen sicher genug früher erfahren. Und die letzte Frage. Ich fliege jetzt fast 12 Stunden. Wie gehst du mit dem Jetlag um? Ja, wir haben ja bis zum ersten richtigen Training haben wir noch das Wochenende, wo wir einfach ein bisschen mit Fitness und aktiver Bewegung können verbringen können. Und ich glaube, das ist sicher auch nicht schlecht, um sich akklimatisieren. Ich werde jetzt im Flug ein bisschen etwas probieren schlafen, aber sicher nicht den ganzen Flug, dass ich, wenn ich danach komme, wirklich müde bin und gar kein Bett habe.